Ansgar Nierhoff. Würde mich so fragen, ich habe wirklich keine Ahnung. Er hört sich an wie norwegischer Skispringer, Schriftsteller. Ich schätze mal, irgendwie ein russischer Politiker. Nierhoff war mal so ein Getränkehandel. Nein, bitte, liebes Ruhrgebiet, der Ansgar Nierhoff ist eine Seerose im Brackwasser der Stahlinstallationen im öffentlichen Raum. Ein Dreieugiger unter den Blinden, möchte ich sagen. Ein Möglichmacher und sturer Ja-Sager in einer Welt der Neins, in einer Welt der, oh nein, nicht schon wieder so ein doofes Stahlding, von dem hinterher keiner mehr weiß, was es eigentlich sein soll. Eine postmoderne Jean d'Arc, die auf dem Scheiterhaufen der öffentlichen Ignoranz noch Zeit und Gelegenheit findet, eben auf jenem Scheiterhaufen noch eine kleine Stahlinstallation zu schmieden, die Verhältnisse auf dem Scheiterhaufen anprangert. Hier im Ruhrgebiet präsentiert Ansgar Nierhoff zwei Pinne in Essen. Bitte, Herr Robosi, nur weil Sie das Anliegen eines Ansgar Nierhoffs, also die Dringlichkeit, das Bedürfnis, seinen Druck, seine Not nicht verstehen, ist es noch lange kein Grund, hier sein ganzes Werk so zu infantilisieren. Frau Lambrecht-Wagenitz, der Moltkeplatz in Essen wird ja nicht zu Unrecht in einem Atemzug genannt mit dem Place de la Connerie in Vichy, dem Takeshima Makatami in Kyoto und dem Virgin Rape Square in Detroit. Warum ist das so? Also ganz so hoch würde ich es nicht aufhängen, aber ich denke schon, der Moltkeplatz wurde schon von Fachleuten als die Perle bezeichnet. Und das stimmt, denn wir haben hier eine wunderschöne Parkanlage. Und in der Zwischenzeit war es leider mal so, dass es hier ein bisschen, sagen wir, den Bach runterging. Und die Anwohner haben gesagt, Kultur und Kunst ist uns so wichtig, haben einen Verein gegründet. Und die Mitglieder zusammen haben Gelder gesammelt, damit das alles hier restauriert werden konnte. Ja, der Ansgar Nierhoff zeigt hier auf dem Moltkeplatz für mich ja quasi einen postmodernen Marterpfahl. Ich sehe darin irgendwie den Ruf zurück zur indigenen Kultur Essens, aber eben mit einem Werkstoff, die Industriekultur. Ich sehe Furchen, die mich erinnern an Jahresringe der Industriekultur, an ein zerfurchtes Gesicht einer Navajo-Frau, ein Jahoa-Hia-Hia-Hua-Hu-Hu. Ist es so? Ich glaube nicht, dass Ansgar Nierhoff das so sieht. Ansgar Nierhoff sagt allerdings, seine Skulptur braucht man gar nicht groß zu erklären. Sie erklärt sich von selbst, denn der Titel der Skulptur ist paarweise und man sieht, dass es vorher ein Teil gewesen ist. Sehen Ansgar Nierhoffs paarweise ist ein Unikat. Es ist einzigartig. Es ist in ähnlicher Weise nicht einmal denkbar. Hör mal, Herr von Laber, ich merke gerade, wir sollen zwei völlig andere Stahlpinne von den Ansgar Nierhoff besprechen. 3 Kilometer. In der Innenstadt. Was? Sag, wollt ihr mich verarschen? Hätte ich am Moltkeplatz bleiben können. Das ist ja genau das Gleiche. Hör mal, Laberpap, seit wann steht er denn schon hier? 1993. Was? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das muss ich ja schon mal gesehen haben. Oder mal besoffen zwischengelegen haben. Obwohl, vielleicht war das auch das andere seit am Moltkeplatz. Nein, Herr Robossi, also diese Stelle, sehen Sie, diese Stelle hier, sie ist rund geschliffen worden vom Strom des Konsums, der an ihr vorbeiströmt. Jene hier aber verweigert sich, sie bleibt starr, wird sich nicht verändern. Und außerdem sind die beiden hier auch viel höher als die am Moltkeplatz. Obwohl, wenn du genau guckst, ne, dann sind das eigentlich nur zwei Kompositsträngen, die eine Tangente an einen bodenbündigen Eigenkreis berühren. Ne? Also mit einer Hilti und ein bisschen PU-Schau mache ich dir das auch. Sag mal, 50 Euro. Und geh nicht nach Markowski, der Arsch, der nimmt da Doppelte dafür. Ehrlich? Ehrlich. Ich glaube, das kann auch weg. Wenn es ein Künstler macht, ist meistens alles Kunst. Auch in den Museen, wenn er einen Strich ist, ist Kunst. Da die beiden Schrottsäulen, da, ob das Kunst sein soll. Da gehen die Geschmäcker auseinander. Ja, ist auf jeden Fall Kunst. Unter Kunst, ich bin sehr altmodisch, stelle ich mir was anderes vor. Ja, kann ruhig bleiben. Also ist das Kunst oder kann das weg? Ba 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 ba